Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Rogue Galaxy. Beim letzten Mal haben wir eine Bruchlandung auf Jurica hingelegt. Schön, dass hier ein Teleporter ist und da oben so viele Teleporter. Ja, und beim diesem Mal erkunden wir nun also Jurica, den Dschungelplaneten. Warum nicht? Bist du ein Geschäftsmann? Du warst auch auf einem abgestürzten Schiff. Ernsthaft? Schiffe sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, wa? So, die kann ich wieder für Sachen benutzen, das ist gut. Piratendolche hat sie. Ledersneaker sind ihre Schuhe, die müsste es aber auch haben. Wurfstern ist das, was Zegrim benutzt. Ein Feuerblaster. Den kann ich noch nehmen. Also ja, zur Ausrüstung. Wie ihr seht, sie benutzt Schuhe sowie Dolche. Und Zegrim benutzt ein riesiges Schwert. Plus Wurfsterne. Also er ist das, was wir ein Ninja nennen würden. So, ich werde... Nein. Wir werden jetzt den Feuerblaster ausrüsten, um Feuerschaden zu machen. Solange ich keine Plattform erschaffen muss, ist nämlich... Oh, wow, noch was Besseres. Ist alles besser als... Naja, der Plattformgenerator, wie auch immer das Ding hieß. Naja, wir rocken die Bude oder so, Zegrim. Wir rocken alles. Let's keep this pace up. Risers Sumpf. Na gut, schön hier. Weg nach Burkakwa. Burkakwa. What does this fire fruit look like again? Tja, gute Frage. Strange. This area should be full of fire fruit, but there's not a single one to be found. What's going on? Gute Frage. I wonder, could someone have already taken them all? That's impossible. Nobody could take all of the fruit in the jungle. Well, maybe huge troops of monkeys are eating all the fruit. Was eine Vorstellung. Don't be ridiculous. Let's look a little farther in. Also ich muss sagen, ich mag diese kleinen Story-Einschübe. Ich hätte jetzt nur nichts gegen so einen guten, knackigen Kampf. Aha. Königsbienen. Bienen. Status vergiftet. Deine Charaktere können im Kampf durch den Angriff einer Bestie einen Statusleiden davon tragen. Gegenstände zum Schutz gegen Statusleiden sind diese Dinger da. Heilgegenstände für Statusleiden sind diese Dinge da. Man kann aber auch warten, bis es einfach aufhört. Das sind alle Statusveränderungen, die wir so kennen. Also ja. Das Beste ist, das sollte gar nicht erst passieren. Level hoch für die Außenseiter. Na, das passt schon. Ich meine es ja gar nicht böse, aber sie sind halt gerade nicht dabei. Natürlich ist der Dschungel anders als... Also so anders als eine Wüste. Das ist ein freaking Dschungel. Das ist schon fast das krasse Gegenteil. Achso, vielleicht ein Wasserplanet. Das ist noch ein bisschen anders. Schreckensgeholz. Oh mein Gott. Au. Ich schieße freaking Feuer. Finde ich gut. Ja, natürlich, diese ganzen Monster hier, die sind wieder jagdbar. Dafür würden wir wieder Punkte kriegen. Aber das sind alles so Sachen, die mache ich nicht zwangsläufig in der Story. Es sei denn, ich komme dazu. Ja, es kann ja sein, dass ich genügend Bienen
zwangsweise treffen werde. Ein Mui. Ah, du bist ein Hündchen aus Holz. Ah, ist das süß. Machen wir was anderes. Oh mein Gott. Come on, Smiley. Ah, Smileys sind neue Gegner. Und zwar kompliziertere. Um Smileys attackieren zu können, müsst ihr erstmal auf sie draufspringen. Ja, mach ruhig. Setz deinen Durchstoß ein. Okay. Aber ja, das ist ein Smiley. Wohl prinzipiell gesehen unser schlimmster Gegner hier. Manche Feinde können nicht auf normale Art besiegt werden. Denk dir etwas Besonderes aus, wenn du solchen Feinden begegnest. Smileys haben zum Beispiel eine raue Haut. Greif sie an, indem du zunächst auf sie trittst. Das machen, meine ich, die Charaktere so nebenher auch. Kann ich das eigentlich... So. Wir hatten Schaden. Du hast ein bisschen Schaden davon getragen. Allerdings dauert es dann ein bisschen länger. Also einfach alles selber in die Hand nehmen und drauf springen. Besser ist. Hat mir beim allerersten Mal spielen ziemliche Probleme bereitet. Einfach auch nur, weil man nicht drauf vorbereitet ist. Da war doch gerade was. Must be their territory from here on in. There? Burkakwa. They're a Jiraikan tribe, and they don't like dealing with outsiders. Schlecht. What was that? What are they doing? Damn it. They're gone. This stuff will finish you in 10 seconds flat. You're kidding. Well, what next, Desert Claw? Should we hightail it? If people are around, there ought to be a village. We might be able to ask him about that fire fruit. You mean you actually want to go to their village? You got a death wish or what? They're still people. We can reason with them. Oh yeah, wouldn't that be nice? We got us a daredevil here. Come on. Yeah. Aber gut. Sie werfen also Spieße mit einem Gift, was mich in 10 Sekunden umbringen könnte. Beruhigend. So, hier haben wir die erste Abzweigung. Ich meine, wir müssten eigentlich nur geradeaus, aber wir gehen mal erkunden. Ah, nein, Smileys. Verdammt. Na. Könnte ich bitte... Danke. Ah, so. Brauchst du nicht. Brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, man könnte die Sachen auch ausschalten, dann fragen sie gar nicht erst mehr nach, aber ganz ehrlich, das finde ich dann irgendwie auch nicht so toll. Wenn sie gar keine Vorschläge mehr machen, dann muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass geheilt wird und... Piranit. Oh mein Gott, Piranhas. Einfach so. Freaking Piranhas aus dem Nichts. Brauchen wir nicht. Hätten wir vielleicht doch gebraucht. Hab nichts gesagt. Nein, ich stehe hier und kann nicht schießen. Dammit. Ja,
Da seht ihr's. Selbst wenn sie sich drum kümmern, dass geheilt wird, dann sage ich vielleicht mal, nee, das geht so. Und dann verrecken meine Charaktere trotzdem. Von daher ist es schon ganz praktisch zu sehen, dass sie mir Vorschläge machen. Da bin ich halt ganz ehrlich schon sehr froh drüber. Mehr Piranhas. Okay. Ah, du stehst hinter dem Baum. Du stehst immer noch hinter Baum und was auch immer. Au. Au. Ich komme, Leute. Gut, weiter. Ah, wir sind sogar an einer Sackgasse angekommen. Hier brauchen wir einen Erdschlüssel. Den haben wir nicht. Warum auch? Kann es auch nicht gerade richtig gehen. Das wäre mal was, ne? Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo es genau lang ging. Schlussendlich werden wir immer jeden Planeten auf seine volle Größe untersuchen. Also das sollte kein Thema sein. Rüber. Yay. Tja, was kommt denn hier? Fahrt des schrecklichen Baumgeists geradeaus. Bleibt fern, wenn euer Leben, euch euer Leben lieb ist. Also ihr kennt mich ja. Ich gehe trotzdem immer gerne mal gucken. Gora. Gorillas halt, ne? Aber wenn das alles ist, was auf diesem Pfad des schrecklichen Baumgeistes ist, dann glaube ich, verkrafte ich das noch. Ist da eine Höhle hinter? Ich meine nur. Höhle dahinter? Nein. Genau, steh in der Luft. Wow. Wow, 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 wow. Ja, wie ihr seht, Imitatoren sind starke Gegner. Wirklich starke Gegner. Da ist nicht mit zu spaßen. Ja, setz halt die Maximalheilung ein. Also nochmal kriegst du jetzt keine Maximalheilung. Irgendwann ist mal gut. Wow. Puh. Holy crap. Wir halten dafür eine Jägermünze. Und ein paar Schramm. Heilige Scheiße. So. Das Teil da rein. Okay. Ja, gefährliche Gegner eben. Ich glaube, später im Spiel kriege ich ohne Probleme die Maximalheilung. Das klingt jetzt... Ist für uns recht wichtig, weil es klingt wie Sachen... Sagen wir mal... Ein Elixier. Aber... Glaubt mir, früher oder später sind das Sachen, die werden uns danach geworfen. Bei einer Attrappe, einem Mimik. Da ist das manchmal gar nicht so verkehrt, schnell zu heilen. Ich hab ja gesehen, das Ding zieht eine Menge ab. Wow, 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 wow. Au. Ich glaube, ich sollte so langsam wieder anfangen, zu lernen, abzuwehren. Brauchen wir nicht. Alles gut. Ach, da hinten war noch ein Gorilla. Ja.
Das erklärt natürlich alles. Bienenkönigin, Stachel und ein Heiltrank. Wenn ich jetzt weniger Schaden nehmen würde und dementsprechend mehr mit dem Heiltrank anfangen könnte, wäre das toll, aber so werde ich den wahrscheinlich nur wegschießen. Oh nein, Smileys. Ah, komm mal. Zegrim, ernsthaft? Seht ihr, das meine ich. Jetzt ist Zegrim der Typ, der mir halt wegstirbt. Aber wir sind so nah an dem Teleporter, der uns auch heilt. Also, so. Dann die andere Seite. Tun sich jetzt hier allerdings gar keines, ja. Recht karg hier. Mehr Smileys. Goddammit. So. Brauchst du nicht. Alles gut. Brauchst du auch nicht. Sehr schön. Nein, wir arbeiten auch wieder gut daran, die Waffen zu erlernen. Das ist, wie gesagt, immer sehr wichtig und sehr gut. Was jetzt? Gora, Blauer Donner. Ich bin drüber gelaufen, das müsste mich heilen. Okay, nein, aber... Also an sich ja, aber nein. Ihr wisst ja, wie das immer ist. Nein. Gott. Tja, ich habe irgendeine Hütte gefunden. Aber das heißt nicht viel, oder? Ist hier irgendwas... Nope. Aber hier. Du hast noch nicht einmal jemanden hier getroffen. Außer die Leute, die uns umbringen wollten. Aber sie sind schon ziemlich unglaublich. Oh Mann. Ach. Any monkeys in it? No sign of anyone around. Könnt ihr ja mal reingehen. Ich weiß, ich habe abgefahrene Ideen. Eine Truhe mit einem viel zu starken Sicherheitsschloss. Tja. Na, dann bin ich halt wieder weg. Hier ist auch nichts, ne? Nö. Okay. Ja, ihr merkt, die Welten sind riesig. Merkt man ja schön daran, wie ich hier durch die Gegend rennen muss. Um überhaupt irgendwo hinzukommen. Da sind die Teleporter schon ganz angebracht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt. Es sieht so aus, als wären sie relativ nah beieinander jedes Mal. Aber irgendwo lohnt es sich doch, diese Teleporter zu haben. Myradenast. Sieht aus wie ein Schwert. Mein nur. Pyraniten. Sehen wir mal, ob unser Wüstenwind hier noch gut Schaden austeilt oder nicht. Gefällt mir. Wüstenwind. Schöne Technik. Funktioniert nicht gut bei Smileys, aber bei Pyraniten. Nun ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.